So, jetzt sind wir hier in Berlin, heute mal bei der Deutschen Post. Und Daniel Abt habe ich hier getroffen. Daniel, Heimrennen in Berlin. Freust du dich drauf mit der Formel E? Extrem. Ich glaube, die Frage beantwortet sich von alleine. Ich meine, Berlin-Heimrennen ist immer speziell, war die letzten Jahre schon mega. Eine ganz besondere Woche und ich freue mich enorm. Die Motivation ist hoch. Aber freut man sich mehr aufs Heimrennen oder auf Emily Ratajkowski? Hast du auf Twitter schon gesehen? Ja. Ich freue mich mehr aufs Heimrennen, aber ist natürlich auch schön, wenn ein paar bezaubernde Damen auf dem Grid stehen. Das kann nie schaden. Ist das eigentlich der Grund, warum man Rennfahrer wird? Dass man diese hübschen Models und so kennenlernt? Naja, also ich glaube, das sollte nicht die Grundmotivation sein. Also zumindest ist es bei mir nicht so. Ich sitze ja auch nicht so, dass da jetzt jeden Tag irgendwelche Models rumspringen. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei, aber Formel E versucht einfach immer, Leute einzuladen, die irgendwie auch eine Reichweite haben, und ich glaube, die hat irgendwie 17 Millionen auf Instagram, also schadet mit Sicherheit nicht, so eine Person da zu haben. Du hast hier im Vorfeld vom Rennen was Cooles gemacht. Du bist mit dem Matthias Dolderer dieses Air Race Ding geflogen. Ich bin das auch schon mal, das Video schneide ich euch rein und schaut es euch auf seinem Kanal an, denke ich. Was war das für eine Erfahrung? Unglaublich. Also ich glaube, da muss man wirklich größten Respekt vor haben. Ich meine, ich habe das vor vielen, vielen Jahren schon mal im Rahmen der Deutschen Post Speed Academy erleben dürfen. Aber man vergisst ja relativ schnell, wie es sich anfühlt, und du bist wirklich an der absoluten Grenze deines Körpers dort. Ich habe wirklich teilweise die komplette Kontrolle über meinen Körper verloren. Du merkst, wie dein Gesicht irgendwelche Mimiken macht und du es nicht mehr im Griff hast. Also größten Respekt vor dem, was die da leisten. Klar, es ist immer was anderes, wenn man das selber steuert und weiß, was auf einen zukommt. Das ist ja, ich fahre ja auch das DTM-Taxi oft, da merkt man schon auch, wenn halt einfach jemand nebendran hockt, es wirkt viel stärker, wie wenn man das selber macht. Aber trotzdem, was die da abziehen mit Spitze 12G, ist enorm. War das eigentlich so das krasseste Erlebnis für deinen Körper, was du jemals hattest, oder gab es schon schlimmere Sachen oder extremere Sachen? Also es zählt auf jeden Fall zu den krassesten Erlebnissen hinzu. Ich muss gerade überlegen, ich bin mal Fallschirm gesprungen, das ist schon auch mal... Auch nice. Ist jetzt zwar keine Anstrengung in dem Sinne, aber natürlich auch eine extreme Erfahrung, und da hat man auch mal 30 Sekunden irgendwie den Körper nicht mehr so im Griff, aber ja, es ist schon enorm, es hat super viel Spaß gemacht. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich auch ein bisschen angefixt, weil selber da drin zu hocken, ich bin dann selber mal ein Looping geflogen und so eine Seitenrolle und sowas. Respekt an mir, Matthias Dolderer übrigens. Ja, dass der das mitmacht, ne? Aber der ist total relaxed, der sagt nur den Knüppel und zieh voll nach links so ungefähr. Wenn du das mal spürst selber, es ist schon cool. Also ich weiß nicht, ob ich vielleicht in Zukunft mal überlegen sollte, mir so einen Schein zu machen, weil es macht echt Spaß. Oder so ein Flugzeug zu kaufen. Bist du eigentlich so ein Adrenalin-Junkie, kann man das so sagen? Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, es gibt definitiv enormere Adrenalin-Junkies wie mich. Es gibt ja welche, die suchen immer den Nervenkitzel und seilen sich dann irgendwelchen Hängen ab oder gehen balancieren auf irgendwelchen Abgründen. Keine Ahnung, das bin ich nicht. Also ich glaube, ich habe schon grundsätzlich Respekt vor solchen Themen, aber gerade jetzt mit diesem Flieger, muss ich sagen, das hat mich einfach gereizt. Ich fand das cool, ich finde, das ist eine tolle Erfahrung, wenn man irgendwie an die Grenze kommt mit dem Körper, und mit dem Matthias ist es einfach auch super entspannt, dem vertraue ich da, der ist Weltmeister, der weiß schon, wie das geht. Cool, so jetzt Heimrennen am Wochenende mit Audi. Was ist denn da drin hier im Tempelhof auf dem Flughafengelände? Ja, drin ist immer alles, glaube ich. Das ist eigentlich immer die gleiche Frage und immer die gleiche Antwort, aber ich sage immer so, beim Heimrennen habe ich immer das Gefühl, es gibt einem einen extra Motivationsschub, ne? Also es ist, irgendwas beflügelt einen da, ganz speziell habe ich das vor 2 Jahren erlebt, wo ich dann Zweiter wurde in Berlin. Es macht irgendwas mit dir, wenn so eine Woche auch schon gut anfängt und wenn das einfach sich alles toll anfühlt und du einfach diese Unterstützung auch spürst, und es geht jetzt schon los, dass einfach die Leute mir schreiben und sagen, hey, sie kommen und sie haben Bock und sie freuen sich, und ja, das ist schon cool. Ist das eigentlich, wir sind ja gerade hier bei einem Medientermin, hinter uns sehen wir ein paar Postautos. Ist das Stress für dich eigentlich so im Vorfeld, oder ist es auch hier beim Heimrennen noch relativ entspannt? Wie würdest du es einschätzen? Ja, beim Heimrennen ist natürlich der Umfang schon ein relativ großer, und natürlich ist es irgendwo auch Stress. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie im Spa-Bereich im Hotel sitzen würde, dann wäre das mit Sicherheit relaxter, aber das gehört ja auch zum Job dazu. Das ist ja das, was die Leute oft gar nicht richtig wahrnehmen, dass wir ja nicht nur irgendwie am Samstagmorgen da ankommen und ein bisschen im Kreis fahren, sondern es ist auch viel, viel drumherum, und
gerade mit der Deutschen Post, die mich schon wirklich sehr viele Jahre unterstützen und unterstützt haben und auch ein Teil meines Werdegangs, meiner Karriere sind, glaube ich, da ist es schon okay, wenn man dann auch was zurückgibt und dann hierher kommt und ein paar Leuten Freude macht und wenn man dann sieht, dass die sich freuen, auch die Mitarbeiter hier, glaube ich, dann ist das schon eine coole Sache. Cool, dann sagen wir wieder all the way up, Klassiker, mein Ohrwurm übrigens. Hast du eigentlich die Rechte daran? Nee, also an dem All the Way Up oder an dem Song? An dem Song. Ja, leider nicht, aber ich habe schon mal überlegt, wir müssten den mal selber umschreiben und einen eigenen machen und dann schauen irgendwie, aber wir arbeiten daran. Aber es ist ein geiler Ohrwurm, ne? Der übrigens... Immer. Der ist übrigens in Berlin vor genau 2 Jahren in Berlin entstanden. Ach was, erzähl ganz kurz die Story. Ganz kurz. Ja, da kam gerade das Lied raus, ne? Und dann habe ich immer dieses Hashtag All the Way Up hingeschrieben, ja, ne? Weil das war da so unser Motto. Das hat mir dann Mechaniker auch so ans Auto hingeklebt, dieses All the Way Up. Und dann sind wir da Zweiter geworden und halt große Party und große Freude. Und dann war es ein Fan, der dann geschrieben hat, Hashtag All the Way Up. Und dann ging es los und jetzt ist der Hashtag in der großen, weiten Welt verbreitet. Den nehmen wir auch mit. Dann Daniel, dir viel Erfolg am Wochenende und dann All the Way Up. Und wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Channel, damit ihr kein Video mehr verpasst. Bis dahin, euer motorsportmagazin.com.